Hallo? Glückwunsch, Miss Jade. Sie haben... Moment. Mit Ihrem Boss habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Mr. de Castellac hat es eigentlich nie gegeben. Schätze, ich schulde Ihnen eine Erklärung, Miss Jade. Wohl wahr. Steigen Sie ein. Okay, das war mal ein Downgrade jetzt, ne? Vom Cadillac zum Taxi. Mies. Miss Jade, Sie haben den Situationstest voll und ganz bestanden. Situationstest? Ja. Bitte verzeihen Sie diese kleine Charade. Mein Name ist Han. Ich arbeite für das IRIS-Netzwerk. IRIS? Die Rebellenorganisation? Ja, die Rebellen. Wir kämpfen gegen eine Bedrohung, die niemand kennt. Wenn nichts geschieht, wird die gesamte Bevölkerung vernichtet. Ach, mit Hilfe der Alpha-Abteilung können wir die Doms zurückschlagen. Die Alpha-Abteilung ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Für jeden, den sie retten, entführen sie 10 andere. Aber die Alpha-Abteilung beschützt uns seit Generationen. Sie kümmern sich um die Verwundeten, schlagen die Doms-Angriffe zurück. Ja, so zerstreuen sie jeden Zweifel und erschleichen sich ihr Vertrauen. Sie saugen alles Leben aus diesem Planeten, so wie sie es zuvor schon mit Hunderten gemacht haben. Die Hylianische Regierung hatte keine Zeit zu reagieren. Sie wurde komplett überrumpelt. Aber wir können die Alpha-Abteilung stoppen. Und wie genau sollen wir das anstellen? Sie sind sich bewusst, dass ein Aufstand der Bevölkerung eine Katastrophe für Sie wäre. Bringen Sie Beweise für diese Verschwörung und der Sieg wird unser sein. Mehr als je zuvor braucht das IRIS-Netzwerk Leute wie Sie, Jade. Helfen Sie der guten Sache. Entscheiden, kommen Sie zur Akudabar. Fragen Sie nach Peepers. Mhm. Es ist allein Ihre Entscheidung, Miss Jade. Sagten Sie Peepers? In der Akudabar. Und vergessen Sie die Losung nicht. Sicher in Ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Sicherheitsmaßnahme? Diskretion ist der Schlüssel. Übrigens, fast hätte ich Ihre Belohnung vergessen. Und fährt weg. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder, Miss Jade. Also, was hält Fräulein Jade von diesem Hokuspokus? Wenn es einen Weg gibt, den Krieg zu beenden, dann müssen wir ihn gehen. Oh. Wir haben nichts gesagt. Danke. Wir sollten rausfinden, was hinter all dem steckt. Diskretion ist der Schlüssel. Aber warum werden wir dann ständig angemailt? Da ist doch irgendwo ein Loch. So, weil wir jetzt gerade hier waren und wir wissen, es gibt ja da oben ein Gitter und jetzt würde ich ja gerne nochmal eben nachgucken. Nehmen wir mal eben den ersten Slot nochmal. Okay. Paige, ich brauche deine Hilfe. So, hier hoch. Die sind ja irgendwie süß, ne? Ja. Bisschen langsam unterwegs, aber doch ganz entspannt. Servus. Los geht's. Ja, bitte aufmachen. Vielen lieben Dank. Ich hab zu danken. So, dann mal rein. Danke. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt nicht wieder schubsen, Kollege. Ich muss mal eben schauen, wo wir hier... Ah! Oh, Moment, ich muss wieder... Nein! Ich muss hoch! Oh nein, ich wollte doch... Habe ich da nicht gerade was Cooles zum Fotografieren gesehen? Das da? Oh ja, was immer das ist. Komm noch mal raus. Da. Ich fand, das war jetzt schon eine gute Bildaufteilung. Also ich bin empört, Freunde. Von wegen Zoom. So, noch mal. Komm her. Na, kleiner Mann. Zu weit, zu weit, zu weit. So geht das alles nicht. Und du so, bist du wenigstens erschwinglich, fotografierbar oder wer auch immer man... Nein. Gut, dann holen wir uns ja das Herz.
Bravo, Jed. Bueno, ich behalte das für dich. Okay. Danke sehr. So, Kamera. Ich fühle mich verarscht. Nochmal. Ein letzter Versuch. Komm. Nee, Mann, der ist nicht ganz drauf. Vielleicht müssen wir doch hier an die Kante gehen. Du überschätzt mich, Jade. Wenn du mir nicht ein paar dieser PB1 gibst, falle ich dir zur Last. Oh. Sorry, ich war ja gerade total abgelenkt von diesem ätzenden Ding. Ah, okay. Wo ist er denn? Wieso? PB1? Kannst du die auch nehmen? Das wusste ich nicht. Kommt der Fahrer nicht mit uns? Wir werden ihn sicher wiedersehen, sobald alles erledigt ist. Jetzt hängt alles an uns. Glaubst du, wir können ihm trauen? Jade, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Er ist sehr gefährlich. Ach so, es ist sehr gefährlich. Ja, das hatten wir schon. Brauchst du... Ja, es ist sehr gefährlich. Ach so, Paige, ich verstehe dich nicht. Wir müssen die Wahrheit herausfinden, was hier wirklich vor sich geht, oder? Weißt du, wo ich diesen Piepers finden kann? Akuda Bar, Fußgängerzone. Brauchst du Energie? Hier. Nimm noch ein Danke. Stück. Mampf. Aber das verstehe ich nicht. Ich gebe ihm Energie und er nimmt sie aber nicht. Was für mich ja bedeutet, jetzt sag nicht, ich kann den auch spielen. Wie cool wäre das? Das wäre mega. Nö. Zielkarten, Mails. Sind wir jetzt das Schwein? Nö. Na gut. So, und hier fühle ich mich, wie gesagt, immer noch ein bisschen veräppelt. Aber hier ist ja auch kein Durchgang. Kein Schlupfloch. Vielleicht hier vorne? Das sieht nicht so aus. Vielleicht können wir da... Nein. Schade. Okay, nochmal schnell speichern und dann diesen Ort des Schreckens verlassen. Ja. So. Dann mal nix wie in die Stadt gedüst. Zack. Huch. Hilis. Läuft. Piepers, du kennst ihn? Akuda Bar. In der Fußgängerzone. Mal eben ganz kurz checken, ob man hier... Also so schön die Musik auch ist. Aber sie ist lauter als das gesprochene Wort. Und vielleicht kann ich das noch kurz ändern. Nein. Okay. Kompass. Mamago, Basis, Stadt. Fahren wir doch dahin. Doch, das war der richtige Weg, glaube ich. Ja, Hauptkanal. In Propaganda City. Hier konnten wir irgendwo, glaube ich, anlegen. Huch, wir sind im Gegenverkehr. Geisterfahrer! Naja, jetzt bin ich auch noch auf der falschen Seite rausgedüst. Zurück. Oh. Rops. Wir können schießen. Gibt's da Ärger? Nö, juckt keinen. Alles klar.
Okay, dann fahren wir mal langsam, weil irgendwo war ja hier die Ecke zum Anlegen. Fußgängerzone. Da. Prima. Wir sollten uns dieser Tage mal die Fußgängerzone ansehen. Wann immer du willst. Bin dabei. Klingt gut. Ich krieg schon langsam Durst. Oh, das ging schnell, da sind wir schon. Und hier hängen tonnenweise Plakate von der Rekrutierung. Hier hat einer einen Totenkopf hingemalt. Aber das ist so dieses We want you for Alpha-Abteilung. Letzte Nacht wurden wieder 40 Leute entführt. Ja, diese Dons. Wir kommen alle noch dran. Interessante Gespräche, die das geführt werden. Das Wort sagt, dass das Iris-Netzwerk hinter all dem steckt. Würde mich nicht überraschen. Zum Glück gibt es die Alpha-Abteilung, die uns beschützt. So, wir stellen uns mal dazu, einfach so. Und hier den Kollegen können wir auch anquasseln. Hallo. Sie wollen sich anmelden. Hahaha. Bleib auf dem Teppich, Zuckerschnute. Hä? Pff. Noch so ein Spruch und ich deaktiviere deine Schaltkreise, Junge. So. Oder ich halte mal einen dicken Magneten an deinen Kopf. Ja, gucken wir hier. Noch richtig tickt. So, was ist das hier für ein vergitterter Eingang? Kommen wir nicht rein? Gut, dann... vielleicht hier irgendwo? Vielleicht hier hoch? Eventuell? Ah, mit denen können wir dann auch reden. Hallo? Große Schäden durch den Doms-Angriff? Die Alpha-Abteilung ist hier, um uns zu beschützen, junge Frau. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Es ist per Dekret verboten, Perlen als Währung zu benutzen, junge Frau. Ach so, ein richtig korrekter. Okay. So, was will er denn hier? Hallo? Bevor wir Geschäfte machen können, müssen Sie Ihre Kreditkarte in den Decoder einlegen, um Ihr Konto zu identifizieren. Klar. Kontoidentifizierung. Okay. Ihr wollt ja nur das Beste von mir. Das ist mein Geld. So, sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Ein Rätsel. Moment. Wie war das gleich? Eine Schale der Strömung? Nee. Also ich muss nachdenken. Na dann. Ja, ich hab ja hier... Ach so, ich kann... Zeitungsabo. Dass ich das noch erleben muss. So, mal sehen. Eine Zeitung gibt's in diesem Zeitalter, also das spielt ja in der Zukunft, also auch immer noch eine Zeitung. Ist quasi noch kein ausgestorbenes Medium. Medium? Ja, ihr wisst, was ich sagen will. So. Ich könnte Ihnen anbieten, erstens das Hylianische Wort, die Zeitung für den informierten Bürger. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Propagandablatt von der Alpha-Abteilung. Ich würde das glatt mal abonnieren, damit wir wissen, was die so für einen Mist posten sozusagen. Zweitens das Hillis-Journal, Werbung, Geschäfte und Tipps. Ja, warum nicht? Alle Abonnements kosten 50 Einheiten pro Jahr. Ich nehme alles. Das Hillis-Journal also, ja, das auch. Aber auch das andere. Okay, du bist Mitglied. Ich stehe einfach auf Spam. Das HW, kein Problem. Gut, du bist registriert. Danke. Noch was? Nein. So. Oh, und schon geht's los. Glückwunsch. Sie haben sich für das Hylianische Wort entschieden. Für den informierten Bürger. War das der Sprecher von Medical Detectives? Glückwunsch. Sie haben sich für das Hylianische... Na, ist ja auch egal. So. Das kann ich später recherchieren. Sowas mache ich immer gerne. Wo kommen wir denn hier durch? Hier leuchtet's. Da fragen wir doch glatt mal nach. Oh, da liegt eine Perle. Hallo. Hi, Nori. Ah, hi, Nori. Hey, Jade, hast du Hunger? Vergiss nicht, deine Karte in den Decoder zu stecken, bitte.
Konto, Identifizierung. Okay. Und schon werden wir voll gespammt. Die Doms schlagen wieder zu. Vor 2 Tagen im Westviertel. Ohne die Hilfe der tapferen Alpha-Abteilung wären die Verluste noch höher ausgefallen. Rekrutierungskampagne wird verstärkt. Ja, ja, ich habe ja gesagt, ne? Propagandablatt. Wie 3000 Perlen. Was? Ich habe die Perle gekauft. Das war ein Versehen. Ach so, 3000 für die Perle. Ich war jetzt gerade abgelenkt. Okay, jetzt haben wir halt eine Perle mehr, ja. So ist das, ne? Das ist genau wie, wenn man bei eBay aus Versehen auf Kaufen drückt. Läuft. So, sonst noch was? Laut der Maschine ist die Identifikation okay. Ja, wir haben auch schon was gekauft. Also, fällt dir früh ein. Dann ist gut, nimm so viel, wie du brauchst. Sicher ist die Schale in ihrer Perle, bla bla, ein Sklave der Strömung. Du kennst das Iris-Netzwerk. Ihr Typen leistet fantastische Arbeit. Und deshalb verkaufe ich auch euch meine Perle. Viel Glück. Aber die haben wir schon gekauft. Na gut. So, dann... Halt! Zutritt nur für Anwohner auf Befehl der Alpha-Abteilung. Okay. Was hältst du von denen? Dem Iris-Netzwerk? Jade, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es ist sehr gefährlich. Oh, das hatten wir schon. Paige, ich verstehe dich nicht. Das hatten wir schon. Piepers. Gut. Akuda Bar. Genau, so hieß die Bar. Da müssen wir hin. Wir müssen unbedingt unser Konto auffüllen. Ja, vor allem nach dem Fehlkauf mit 3000 für die Perle. Du sagst es. Weißt du, Mingzi? Verkauft in seinem Laden alle möglichen Detektoren. Ach so, das sagt er. Für Tiere, Perlen. Diese sind sicher eine große Hilfe. Na gut. Ich bin mir sicher, da kommen wir noch hin. So, jetzt gebe ich aber mal ein bisschen Gas. Sonst kommen wir nämlich gar nicht mehr vorwärts. Und hier ist die Akuda Bar. Mann. Oh, hier ist auch noch ein Knopf. Auf einmal werde ich total durstig. Du nicht? Hm. Knöpfchen. Hier, Akuda Bar. Dann immer mal rein. Rekord. Rennen, der Metzger, Kanonenball, Rufus mit Seven. Okay. Ja, fangen wir doch hier vorne mal an. Hallo, Mo. Hi, Jade. Eine gute Bar ohne ein Mo ist keine gute Bar. Ich suche nach Piepers. Hi, Paige. Willst du dir einen trinken? Die erste Runde geht auf mich. Also, ich suche nach Piepers. Er ist oben, wie immer. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Ströme? Wegen der Schalen solltest du besser mit Piepers reden. Ich habe einen guten Auftrag, Fotos für das Forschungszentrum schießen. Diese Aufstellung aller Tiere auf Hillis? Ja, ich kriege um die 100 bis 3000 Einheiten pro Foto. Nicht übel, gar nicht übel. Warum? Was gibt's? Hast du was Besseres? Viel besser, Jade. Viel, viel besser. Aha, mach's doch nicht so spannend. Kannst du schweigen? Meine Lippen sind versiegelt. Hör zu, ich bin zu alt dafür, aber... Aber du? Ich bin sicher, du könntest. Ein Schatz, Jade, ein sagenhafter Schatz, der seit Jahrhunderten im Krater des Vulkans versteckt ist. Er liegt einfach da und wartet nur darauf, gefunden zu werden. Aber psst. Aha. Vulkane? Hab ich noch nicht gesehen hier. Aber wir sind interessiert. Ich bin auf jeden Fall interessiert. Aber erstmal müssen wir hier die Sache klären. Ne? Reden. Probleme? Wer? Ich? Nein. Ist nur Fusel vom ollen Mo. Der war stark. Aber sonst alles okay. Es ist diese andere Mamae da drüben. Der Problem hat. Problem. Rufus?
Jawohl, junge Frau. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist nicht koscher. Okay, ich bin vielleicht nicht ganz klar im Kopf. Aber ich habe beobachtet, er war ganz nervös. Entschuldigung. Hat was versteckt hinter seinem Mantel. Und dann ging er zurück in die Kammer da oben. Sicher ist die Schale. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Du sagst es. Pupperzuck. Okay. Läuft. Was sind das hier für künstlerische Ambitionen? Eine Kuhshow. Cool. Soul Power. Ist bestimmt eine Yogastunde. So, hier ist es aber auch ziemlich eng. Es läuft immer derselbe Song und es geht um Propaganda. Hey, Francis! Hey, Jade, ein kleines Spielchen? Kannst du mir die Regeln erklären? Klar, ist ganz einfach. Du musst alle Pucks von deiner auf die andere Seite befördern. Du ziehst mit Maus und schießt mit Maus. Du sollst ja der beste Spieler der Welt, weit und breit sein. Da ist was dran. Niemand ist dumm genug, gegen mich zu wetten. Wir schon. Wetten? Natürlich. Ich spiele auch nur zum Vergnügen, aber dann ist es nicht so interessant. Um was sollen wir wetten? Nun, es gibt ein Spiel für 100 Einheiten. Wenn du gewinnst, kriegst du 200. Ah. Und für 1000 Einheiten lege ich meine Glücksperle auf den Tisch. Oh. Viele haben es versucht. Aber ich habe meine Glücksperle immer noch. Ich versuch's, aber nicht für 1000. Möge der Bessere gewinnen. Oh Gott, was. Wir machen. Wir sollten. Ich trainiere. Ein kleines Training. Los! Ein Training in Ehren. Ach so, au, au, ah, das ist nicht mein Spiel. Und schon habe ich uns verstanden, worum es geht. Und ich weiß, das ist wie dieses komische Spiel, was man immer im Urlaub spielt mit diesen komischen Schlägern. Also dieses Puck-Ding. Und es geht mir jetzt schon auf den Keks. Hauptsache Spanien-Urlaub und es läuft auch direkt so Mucke. Wir könnten auch versuchen, seine, wenn er versucht, sie durchzubringen, dann kicken wir sie zurück. Freu dich nicht zu früh. Okay, jetzt haben wir ihn unterstützt. Na. Ich glaube, ich mache... Verloren. Wow, der ist echt schnell. Einmal will ich noch. Ich glaube, oh, man hat eh immer zwei Runden. Ich kann mich gar nicht wehren. Nicht schlecht. Hui, das war gut. Oh, ich glaube, das hält auch nicht lange an, meine Glücksträhne. Oh nein, oh nein, oh nein. Hä? Aber ich werde wahrscheinlich nie gut genug sein, um seine Perle abzugreifen. Ich sehe es schon kommen. Wir haben alles in diesem Spiel gesehen und die Perle bleibt übrig. Ich sag euch, das ist hier Nervenkitzel pur. Boah, ist das eine never-ending Story, wenn wir gleich gut sind. Was würde ich... Ja, wir konnten nicht nur annehmen, wir sind gleich gut. Horny, horny. So, ja, ich habe verloren. Ja, wir beenden das jetzt hier, bevor es angefangen hat, so richtig. Kein Talent. Kein Talent. So, speichern. Nehmen wir den. Ne? Immer schön alles aktuell halten. So. Hey, Seven. Hast du was gesagt, Rufus? Ich? Nein, gar nichts. Aha, ist eine ganz nette. Hey, Rufus. Hm. Was versteckst du vor mir? Hast du ein schlechtes Gewissen? Hör zu, Puppelesser. Mein Großvater konnte eine Familie mit 8 Kindern in 17 Sekunden verschlingen. Mein Vater schaffte es in 12 Sekunden. Und ich möchte es in weniger als 10 schaffen. Hast du mir gerade gedroht? Dann gehen wir schnell. Magic Pulp. Hm.
Oh, es gibt anscheinend einen Ogen und es ist gar nicht mal so uninteressant. Versuch dein Glück. So, bist du Piepers, Kollege? Hallo, Piepers? Ein Mädchen in dieser Absteige. Dieser Duft, Ich hab's? Was? Du züchtest Schweine unten am Ozean. Wow. Ich hab ein Schwein dabei. Wenn du dein Glück beim Hütchenspiel versuchen möchtest, musst du zuerst deine Karte durch den Ernsthaft? Warum mache ich mir die Mühe, das hier so zu übersetzen? Die erzählen mir alle immer direkt. Bitte stecken Sie Ihre Karte ein und geben mir einen PIN ein. Ja. Kann ich spielen? Konto-Identifizierung. Okay. Kann ich spielen? Wie viel hast du zu verlieren? Ah, ich will das gar nicht. Sicher, in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Du interessierst dich für Perlen? Dein Einsatz bitte. Huch, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gesetzt habe. Oh Gott. Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Oh nein. Mitte vielleicht? Ich glaube Mitte. Mitte! Jawohl. Du kannst Zimmer Nummer 3 haben. Es wird dir sicher gefallen. Da ist ein schöner alter Schrank. Den solltest du dir ansehen. Gut, ich habe was übrig für Möbel. Bueno, ich behalte das für dich. Objekt drehen. Q5D7. Q5D7. Zimmer 3, ne? Hat er gesagt? Zimmer direkt hier? Q5? D7. Zack. Korrekt. Alles klar. Oh, das ist ja... Ja. Ne? Das ist so ein Zimmer, wo ich dann nachts sagen würde, mein Kopfkissen lebt. Schrank? Ach, das ist ein Schrank. Gut, dann. Oh, das Zimmer ist unerwartet groß. Es hat noch so eine kleine Hintertür. Hallo. Freunde, darf ich euch Jade vorstellen? Oh, kurz Leggy. Unsere neue Agentin. Wir haben Sie erwartet. Kommen Sie näher. Das ist May, Redakteurin und Herausgeberin unserer Iris-Zeitung, Nino, unser Funker und unermüdlicher Plakatkleber. Hey, auf diesen Monitoren können Sie die meisten unserer Korrespondenten sehen. Sie operieren im ganzen Universum in mehr als 13 Systemen. Piepers kennen Sie ja bereits. Es war seine Idee, Ihnen diesen Job anzubieten. Er wusste, dass Sie den Test bestehen würden. Man müsste blind sein, um das nicht zu sehen. Das Kind hat Talent. Hören Sie zu, Jade. Die Ereignisse gewinnen an Schwung. Eine Bombe der Domts ist im Kanal explodiert. Offenbar hat die Alpha-Abteilung den Sektor abgeriegelt. Sie haben alle von dort evakuiert. Zu ihrem Schutz, richtig? Niemand weiß, wohin sie gebracht wurden, Jade. Die Gouverneurin von Hillis hat sich direkt danach an uns gewandt. Sie ist bereit zu helfen, aber ihr HQ wird überwacht. Sie können uns helfen, diese Leute zu retten, Jade. Nino, erklär uns die Situation. Gut, also das wissen wir. Die Opfer wurden von der Alpha-Abteilung entführt und zur Nutripillenfabrik gebracht. Dann brachte man sie mit Shuttles zu den alten Schlachthäusern. Von dort wurden sie mit Militärkreuzern zum Mond transportiert. Wir wissen nicht, was sie dort erwartet. Keiner unserer Agenten ist jemals von dort zurückgekehrt. Vor 4 Tagen verloren wir den Kontakt zu Double H in der Nutripillenfabrik. Er war unser bester Agent. Unser Freund. Double H sollte uns Beweise für die Anwesenheit der Domts bringen. Seine letzten Fotos waren erschreckend. Ein Seelenfresser? Jemand muss die Mission zu Ende führen, Jade. Sie können ablehnen. Weiter. Wir brauchen Beweise. Erstens, gehen Sie in die Nutripillenfabrik. Zweitens, machen Sie Fotos von den Alphas und ihren Opfern. May wird ständig Kontakt halten. Sie wird ihre Fotos veröffentlichen, sobald sie bekommt. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Ja, das würde ich auch gern. Zum Beispiel, wer hier lügt und wer nicht. Hier ist Ihr offizieller Stadtpass. Wir verdanken Ihnen der Gouverneur. Er wird Ihnen bestimmte Türen öffnen. Viel Glück. Gut gemacht, Jade. Ah, der Stadtpass ermöglicht den Zugang zur Fußgängerzone, wird automatisch erkannt.
Cool. Jade, ich habe dir eine M-Disk gebrannt. Ich leg sie hier hin. Darauf wird alles detailliert erklärt. Mhm, danke schön. Die holen wir uns jetzt. So. Okay.